Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tomb Raider Custom Level. Ja, es geht zugig weiter oder zügig, je nachdem. Ich muss nochmal meinen Monitor ein bisschen heller einstellen. Ja, ich dachte, ich habe ja das letzte Mal schon den Titan Express gespielt. Ich habe nochmal Bock auf ein Zuglevel. Ich habe jetzt einfach mal wahllos eins ausgesucht. Desert Railroad 2. Ich weiß nicht, ob es den ersten Teil jemals gab, aber das war so das erste, was mir aufgefallen ist. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, oder? Gut, los geht's. Und das Erste, was passiert ist, dass wir angeschossen werden und sterben. Ja, war auf jeden Fall schön. Hat Spaß gemacht. So, nochmal. Das ist ein bisschen desorientierender Anfang, muss ich sagen. Der schießt auch gleich mit Granaten auf uns. Weißt du was? Wir ignorieren den Typen einfach mal und laufen einfach mal hier rein. Es ist... kommt schon der Nächste. Und ich habe keine anderen Waffen. Ich habe nur meine ollen Pistolen, ne? Aber wie kann der mich da treffen? Der sitzt doch irgendwo da hinten, oder? Und was haben wir hier? Ein PC, so richtig schön ollen, alten Röhrenmonitor. Also scheinbar wird hier auch fleißig gearbeitet. Ist gerade keiner da. Oh, auf dem Tisch lagen ein paar Uzi-Streifen. Munitionsstreifen. Aber weißt du, dann gehen wir halt einmal in die Richtung. Passt schon. Ja, auch nochmal. Klar, hat man einfach mal so auf dem Schreibtisch liegen. Eine Uzi auch, klar, mein Gott, ne? So ist das halt. So löst man im Büro seine Dispute. Einfach mal die Uzi rausholen und los geht's ja, ne? So, kommen wir jetzt hier rein? Nee. Da kommen wir gerade aus irgendeinem Grund nicht raus, obwohl es hier sicherlich noch weitergeht, würde ich mal behaupten. Aber wie dem auch sei, man hat uns Uzis geschenkt, wir werden die Uzis nutzen. Wollte ich mal ganz ehrlich sagen. So, du. Jetzt ist er vorgekommen, ne? Der hat sich bis gerade eben noch hinter dem Truck da versteckt. Das wird wahrscheinlich ein sehr Combat-Heavy-Level. Und der nächste. Ach, zwei Todesskorpione haben wir auch noch. Toll. Muni ist alle. Was machen wir jetzt mit den Skorpionen da? Wollen wir die totschießen? Nee. Aber die haben sich scheinbar schon hier mit dem Herrn da vergnügt. Da wollen wir mal lieber nicht reinspringen. So, wir klettern mal hier hoch. Ich hoffe, hier fällt jetzt nicht einfach eine Klappe auf oder sowas. Wer transportiert sowas hier? Gut. Dann schießen wir die halt von hier oben platt oder... ganz ruhig. Macht keinen Scheiß. So, jetzt kann ich euch ganz in Ruhe abknallen. Kein Stress. Ja, ne, dauert ein bisschen. Ziel ich noch, ja. Muss eigentlich gleich einer sterben, ne? Oder halten die unendlich viel aus? Hallo? Sterbt ihr auch? Gott, ey, saut er ewig. Ja, ne, Leute? Ich hoffe, ihr habt heute nicht mehr so viel vor. So. Oh Gott, ey, dieses Geräusch. Wie so ein Schwein vom Schlachten, ey. Hilfe, Hilfe. So, was haben wir denn hier? Das ist doch bestimmt irgendwas zu manipulieren, oder? Es hat sich eine Tür geöffnet. Das können diverse Türen sein. Das wird wahrscheinlich genau die Tür da gewesen sein. Oh, ne? Dir geht's gut? Nee, ich glaube nicht. Du siehst etwas beinlos aus. Dein Gesicht ist auch nicht mehr so heil, aber... ja. So ist es halt manchmal im Leben, ne? Und bis jetzt hier alles relativ straightforward. Ist hier oben irgendwie ein Geheimnis? Ja, ja, guck mal, hier geht's halt. Hier geht's doch irgendwie weiter, ne? Ja, Problem ist, habe ich überhaupt Medikits? Ja, immer ein paar habe ich. So, die lassen aber auch nichts noch fallen. Ja, jetzt hier ein paar Munitionsstreifen. Das ist leider immer noch zu wenig. Muss ich jetzt mal so ganz dezent sagen. So, liegt hier irgendwo noch was bei den alten Röhren-PCs hier, ne, Röhrenmonitor, ne. So, das sieht aus wie ein sehr, sehr matschiges, eine sehr, sehr matschige Schlüsselloch-Textur.
Heißt, da müssen wir wahrscheinlich irgendwas einführen. Solar. Heißt, wir brauchen einen Schlüssel. Wenn wir einen Schlüssel haben, sieht das Leben doch schon wieder besser aus. Wir haben auch noch was zum Öffnen. Ah, okay. Ah, hier gibt's nichts mehr. Okay. Oh nein, ach, scheiße. Ne, New Game machen wir nicht. Wir nehmen unseren Speicherstand. Ja, komm, so viel ist jetzt ja nicht passiert. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir den einen Gegner da nochmal besiegen müssen. Aber ist nicht schlimm. Was soll's. So, hör auf uns abzuschießen. Oh, das hat besser geklappt als beim letzten Mal, oder? So, ja, das ist halt typisch Tomb Raider, ne? Immer oft genug speichern, das ist die Devise hier. Oh, die Kamera. Bleh. Der wird dann leicht schwummrig hier. So. Mal den fetten Knopf da reinpressen. Langsam laufen, Lara. Oh, gleich kommt der nächste Gegner wahrscheinlich angelaufen. Geht's auch mal nach oben oder ist es jetzt einfach nur alles so auf einer Ebene? Jetzt kommt schon der nächste. Ja, ist ja gut. Ah! Oha! Schöne Seidenwand oder was das da ist. Also wunderbare Textur. So, jetzt haben wir hier einen Hebel. Welche Tür wird sich wohl öffnen? Die Frage hat sich somit beantwortet. Ja, schade, dass man hier einfach die Tür nicht öffnen kann. Sonst konnte man das immer. Ja, gut. Der sieht mich natürlich nicht, ne? Also ich bin ja ganz gut versteckt. Ich werde zwar, wenn ich hier so seitlich stehe, dann schaut etwas hervor, aber so, was haben wir jetzt hier? Wir haben natürlich Munition. Take some munition, please. Und noch mehr Munition. Und jetzt geht's nach unten. Ich meine, wollen wir nach unten? Das sind doch eigentlich nur Gleise, oder? Ah ne, da ist irgendwas versteckt. Schön. Na dann, machen wir auf. Hüp. Ein überdimensionaler Schlüssel. Also wirklich ein richtig gigantischer Schlüssel. Der ist ja halb so groß wie Lara. Aber warum sollte man den da verstecken? Das ist ja eigentlich so ein richtig schlechtes Versteck, ne? Die offensichtlichste Klappe von allen. Und dann auch noch eine durchsichtige oder eine Gitterklappe. Okay, das war jetzt ein bisschen ungünstig. Damit man natürlich auch alles sehen kann. Und darunter dann der Schlüssel. Der wahrscheinlich wichtig ist. Wo habe ich es eingesammelt? Es ist ein Silver Key. Hup. Nicht mehr, nicht weniger. Aber hey, man muss ja noch nicht immer so tausend Dinge sagen. Manchmal reicht es doch schon, wenn man direkt auf den Punkt kommt, ne? Safe. Hopp. Ach, Lara. So war das nichts mit uns beiden hier. Machen wir den hier. Die Greiftaktik funktioniert irgendwie immer. Da stürzt du dich dann nicht einfach so sinnlos in den Tod. Ich meine, freut mich ja, ne, dass auch du deine Grenzen da diesbezüglich kennst. So. Und nun. Dann wollen wir den unsichtbaren Schlüssel einfügen. Ja, wie Sie sehen und hören, hören Sie nichts und sehen auch nichts. Irgendwas hat sich geöffnet. Das kann jetzt natürlich überall sein. Ne? Das kann jetzt wieder komplettes Backtracking sein. Obwohl das nicht mehr möglich ist. Also Backtracking ist ausgeschlossen. Das heißt, obwohl es total unlogisch ist, hier haben wir den Schlüssel eingeführt. Das hat sie in dem anderen Waggon die Tür geöffnet. Kann das sein? Ja, wird es wahrscheinlich sein, oder? Heißt, wir müssen ein bisschen weiterlaufen. La la la. Ja, tatsächlich. Sonderbar. Ey. Ich kann das auch. Ich kann auch ordentlich rumballern, wenn ich will, ne? Also unterschätzt das nicht. Unterschätzt nicht die Schusskraft der Lara Croft. Auch sonderbar, dass ich da in einem komplett anderen Abteil was öffnet hier. Ja, komm, machen wir mal so. Wir
überspringen das mal oder beschleunigen das mal ein bisschen. So. Was haben wir hier Feines? Okay, noch mehr Skorpione. Was ist das hier? Skorpion-Zirkus oder was? Ja, gucken wir doch erstmal hier. Oh ja. Und da machen wir auf. Na dann, viel Spaß. Ja, die scheinen sich nicht zu mögen, ne? Leute. Ihr freundet euch schon noch an, ne? Erstmal ein bisschen beschnuppern und dann könnt ihr ja euch gegenseitig angreifen. Und da ist irgendwas versteckt. Ich sehe es doch. Jetzt werden wir doch schön mit den Füßen am Boden entlang schlittern. Okay, hier kommen wir nicht hin, aber ich will da trotzdem hin, ne? Also. Okay. Das Schweinchen quiekt schon rum, das heißt, jetzt gibt es gerade hier einen erbitterten Kampf um Leben und Tod. Aber das interessiert Lara doch nicht, ne? Wie komme ich da hin, ohne zu sterben? Ja, so nicht. Vor allem dieses flatschende Geräusch. Das ist. Also, ich will nicht sagen, dass es lustig ist, ne? Aber es ist schon sehr lustig. Das flatschende. Pff. Ja, wie komme ich denn jetzt rein? Kann ich einfach um die Ecke klettern? Nee, geht nicht, oder? Also ich verstehe nicht, warum ich nicht einfach mich hier fallen lassen kann. Und dann geht nicht. Hm. Ja, dann kommen wir hier noch nicht rein, würde ich mal sagen, ne? Weil der Sturz ist einfach zu tief. Lara wird sich da nicht festhalten, leider, ne? Das ist bedauerlich. Aber wir merken uns vor, da ist irgendwas. Vielleicht kann ich ja schieben. Ist das vielleicht möglich? Auch nicht. Ja, vielleicht öffnet sich ja nachher noch was. Ich meine, machen wir uns jetzt keinen Stress, ne, würde ich mal sagen. Oh, du hast dich drum gekümmert. Dankeschön. Sehr freundlich von dir. Ach, guck mal. Ist schon der letzte Waggon hier. Oh Gott, ich will da nicht runter. Okay, wir speichern nochmal. Also da will ich jetzt nicht ohne einfach, ohne was rein. Ja, die ollen Pistolen wieder hier. Ja, weißt du, häng nicht da auf, ist alles okay. Kann ja nur ein bisschen dauern jetzt, ne? Ich meine, erstmal durch den Chitin-Panzer zu schießen. Oh. Quick, 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 oink, oink, oink. Ich weiß nicht, ob ich mich hier festhalten kann. Nee. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. So. Noch ein Schlüssel. Ja. The Guards Key. Also, kleine Vermutung. Oder nee, keine Vermutung. Ich muss wahrscheinlich ganz nach vorne wieder, oder? Oder so weit vor wie möglich. Also, ich weiß gerade gar nicht. War hier noch irgendwo ein Schlüsselloch? Kann ich mir jetzt nicht dran erinnern. Aber zumindest nicht hier hinten. Ja, wir kriegen das schon hin. Ja, einfach weiterlaufen. Ah, guck mal da. Haben wir Besuch. Oh Gott, ey, die reihen sich da ja schon alle auf hier, ne? Kurz kann man erwarten, oder was? Ja, das überlebe ich nicht. Das sind zu viele. Okay, großes Medikit. Etwas zu viel, Leute. Etwas zu viel, Leute, Leute. Das geht nicht. Ja komm, wie soll ich denn gegen so viele Leute ankommen hier? Meine Fresse. Scheiße. Ah, da ist schon mal jemand ein ziemlicher Fan von den Tomb Raider Schusskämpfen hier. So, ja, jetzt, gut, jetzt komme ich hier auch lang, ne? Also,
Dann soll ich doch ganz nach vorne wieder. Und da läuft schon der nächste rum, ich sehe es doch, oder? Ja, da, ich sehe doch die Kappe. Die Kappe durchscheinen. Boah, wie viele sind das denn? Na, geh weg hier! Okay, ich bin auch tot. Ich hab doch, Alter, kommt mir einfach so eine Granate entgegengeflogen hier. Na, mein Gott, was ist denn das hier für ein Ende? Sag mal. Ja, ich hoffe, der trifft mich. Der trifft mich sehr selten, aber ich habe noch drei kleine Medikits, ne? Ich muss damit klarkommen. Habe ich doch niemals, oder? Ja, ich sag mal, die Uzis haben mir halt auch nicht wirklich geholfen. Das war einfach viel zu wenig. Die treffen halt immer. Das ist das Problem. Ich könnte ruhig mal ein Medikit fallen lassen, mal ehrlich, ne? Also. So. Den Arsch da oben können wir ignorieren, glaube ich, oder? Den brauchen wir, denke ich mal, nicht. Hey, hier haben wir ein Schlüsselloch. Erzählt euch das mal an. Oder vielleicht müssen wir den auch umbringen. Keine Ahnung. Wird sich schlecht zeigen. Wir speichern mal. Ist ja interessant, dass er der Schlüssel sich nicht aufgelöst hat. Oder kommt gleich hier runter. Kann auch sein. Hier würde was liegen. Nö, auch nicht. Ah, wir müssen hier nach oben. Komm nicht drum herum. Lass mich erstmal hochkommen, dann kannst du schießen. Junge! Akzeptiere ein Nein. Ja, schieß da sinnlos irgendwo. Ja, nach draußen, das passt schon. So, habe ich jetzt hier die komplette Mannschaft hier vernichtet? Ah, das war's schon. Ja, das war ein sehr, sehr kurzes Level, ne? Ja, ne? War ein ganz nettes Zwischenlevel. Jetzt nichts Besonderes, muss man sagen. Aber es war unterhaltsam, ne? Für die kurze Zeit, die hier, sag ich mal, bedient wurde, spieltechnisch. Völlig okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ne? Und ich würde sagen, ihr hattet Spaß, ja. So, ihr hattet Spaß und wir sind jetzt dann beim nächsten Tomb Raider Custom Level. Ich denke mal, ich werde so ein bisschen zugig veranlagt bleiben, ne? Ich mag die Zuglevel irgendwie. Ja, natürlich kommen auch später noch andere, ne? Aber ich werde die erstmal gucken, was da noch so im Angebot ist, ne? In Zukunft. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.